Dann so viel Munition hier verbraten, ne? Und wir haben trotzdem immer noch hier Plasma. Ja, haben trotzdem noch Plasma-Munition. Obwohl die Hälfte daneben geht. Ach. Lass ich mich vor dem Feuerball treffen. Ich zu faul bin, mich zu bewegen. Okay, habe ich doch gehört. Ja, gerochen wie immer, ne? So eine Falle. Die Frage ist, woher? Da, wo der Gegner herkommt oder hier? Von hinten kommt aber kein Gegner. Mal hin. Ja, mal hier. Hier. Ey. Komm mal nicht an. Toll. Hat sich richtig gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Kann man da rangspringen? Ja, der schafft es trotzdem noch zu schießen. Oh. Kettensägen-Massaker, Errungenschaft. Warum? Haben wir ganz viele Gegner mit der Kettensäge getötet? Dann gibt es einen Steam-Erfolg. Geil. Ja. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob ich im Kopf schieße oder nicht. Also, ich weiß nicht. Wenn ich den Gegnern in den Fuß schieße, kippen die genauso schnell um. Wir wissen nur, erschlagen von so einem. So ein Kabel da. Da oben auch. Wer baut denn sowas? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich wollte schon sagen, lag das gerade schon da, bevor ich zum Lift geguckt habe, aber nee, dann ist umgekippt. Oder hat diese ominöse Macht, der Typ, der uns da die ganze Zeit auslacht, der hat dann umgestoßen. So, hier. Wo sind wir denn jetzt? Weiter. Stirb. Stirb. Scheiße, ne? Hier dein Fuß. Hätte man ein größeres Schild besorgt. Ist aber eine stabile Tastatur. Den geht nicht kaputt. Das muss man mal sagen. Geh hoch zu denen hier. Diesen Ruckzuck weg. Okay. Leben, ja, wäre nicht schlecht. Könnte ich jetzt vertragen. Jawohl. Okay. PDA wird runtergeladen. Warum? Nur weil ich eine Tür geöffnet habe. Egal, gucken wir mal. Ben Wolf. Wolfe. Audiolog von Officer Ben Wolf vom 7. Oktober 2145. In den externen Redundanzprotokollen wurden unautorisierte Übertragungen gefunden. Diese Protokolle werden sonst nicht ausgewertet. Eine ungeplante Prüfung hat jetzt jedoch erhebliche Aktivität aufgedeckt. Diese Angelegenheit wird weiter geprüft. Besonders interessant sind die Übertragungsblöcke D4560 und DE3288, die nicht mit Basissystemen verknüpft sind. Weitere Informationen folgen. Wieder halb im Arsch. Was war da jetzt? 246 war irgendein Code für irgendein Kommunikationsding. Alter. Fresse! So. Joel, ich glaube, die Quelle der Invasion ist das Hauptportal hier in Delta. Wenn du die Nachricht abgesetzt hast. Ja. Wachroboter. Offline. Nee, jetzt komm hier raus. Ach, guck mal, wie viele. Eine ganze Armee hier. Ich will nicht nur einen. Hier, ich will noch einen. Komm. Hier, mach dich mal eben aus und dann wieder an. Weil hier steht wohl aktiv, da kann ich nur einen rufen. Hey, ich will noch mehr. Scheiße, ey. Für den Service.
Oh, guck mal, wie R2-D2. Jetzt kommt da so ein... Genau. Voll geil, ey. Gut gemacht, mein Fifi. Ja. Schießen müssen wir aber noch üben, Fifi, ne? Also, schießen, halt, treffen, ne? Das Zielen, so. Mach auf. Ja. Ah, doch richtig gehört, von hinten. Komm. Weise mir den Weg. Jawohl. Also nötig wäre das ja nicht, dass hier so ein R2-D2 mir am helfen ist, aber ist ganz lustig, ne? Also von der Munition wäre das überhaupt nicht nötig, auch von dem Leben nicht. Achso, da habe ich vorhin schon durchgeguckt. Schrotflinte vor den Kopf! Ach! Jawohl! Gut gemacht! Haben die alles von Star Wars geklaut hier? Alles! Noch einer hinter mir. Oh ja, natürlich. Im direkten Nahkampf, da ist die Schrotflinte richtig geil. Da ist dieser fette Gehirnflug klopst da mit zwei Schüssen weg. Eins, zwei, diese. Besser geht's doch nicht. Komm, wie viel Schuss wir haben? 300. Die werde ich doch nie los in dem Spiel. Von der Schrotflinte. Boah. Also, über 300, ne? Ah, können wir jetzt hier Wartung? Der andere Aufzug ging ja nicht. Ja, rufen. Wie oft denn noch? Ach, das dauert nur so lange. Ach, Mann, ja, hier, Satellitensteuer. Sollen wir ja sowieso hin. Ich will aber zur Wartung. Laut Computer sind Swan und Campo immer noch in der Gegend. Ah, ja. Also Vorsicht. Ich setze die Nachricht ab. Hallo. APDA. Du bist also der Rob Finch, ne? Gucken wir mal, was du uns zu sagen hast. Doch, schon wieder abgeschmiert hier. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte schon. Rob Finch. Keine Audiologs, hat da nichts zu sagen. Quizabend, ne? Und, was weiß ich da. Wer es lesen will, wie gesagt, ne? Immer hier, ich gehe ja alle durch. Da könnt ihr ja Pause drücken und euch die Dinger durchlesen. Da möchte ich euch ja nichts vorenthalten. So. Ah ja, da sind wir schon. Wie es aussieht. Okay. Hier. Manuelle Verbindung eingerichtet. Gut. Wenn wir uns jetzt sprechen, wir haben ja noch nie was gesagt in dem Spiel bis jetzt. Verschlüsselungsdaten von Karten geladen. Entschlüsselungssequenz aktivieren. Ach, der. Hören Sie mich. Weg von der Konsole. Warum? Rufen Sie keine Verstärkung. Solange wir nicht wissen, was zur Hölle hier los ist, bleibt das Gebiet unter der Kontrolle der UAC. Die Hölle ist los. Stoppen Sie sofort die Übertragung. Satellitenverbindung hergestellt. Tja, ja, komm. Übertragung beendet. Sie haben das Richtige getan. Ja, will ich hoffen. Bis wir endlich wissen, was hier geschieht, müssen wir in jedem Fall isoliert bleiben. Der Magnetbahneingang sieht frei aus. Wir treffen uns doch. Wir müssen den Delta-Komplex erreichen und das hier beenden. Ja, zur Lobby zurück. Bin ich hier ganz umsonst hochgekraxelt, ey. Marine, das war Befehlsverweigerung. Zurück an die Konsole, aber dann nicht. Halt die Fresse. Ich setz die Meldung ab. Es ist deine Pflicht, die Nachricht zu senden. Ja, ja. Du mich auch. Wir sind hier Befehlsverweigerer. Ist mir am liebsten so. Marine! Das ist deine letzte Chance.
geh an die Konsole zurück und... Ja. Nee. Machen wir nicht. Das hat schon so seine Richtigkeit, stimmt. Wenn hier alles verseucht ist, dann sollte man nicht noch mehr Leute holen, die sterben. Ich meine, wir räumen hier sowieso alleine auf. Verstärkung ist eigentlich nicht notwendig. Und wenn wir hier aufgeräumt haben, dann können die kommen. Und ich kann dir sagen, was hier verkehrt läuft. Irgendeiner macht hier satanische Beschwörungen und deshalb ist hier alle da rum kaputt drehen. Oder vielleicht hat er noch was mit den Teleportern zu tun. Die haben ja irgendwelche Teleporter-Technologie entdeckt. Dass die hier irgendwie sich hier reinporten, die Viecher. Aus einer anderen Dimension, aus der Hölle direkt. Darf ich hier durch oder sterbe ich dann? Ey, war gut hier. Da darf ich durch. Das bewegt sich so hier rum, keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. So. Ihr Drecksviecher, kommt nur her! Zum Glück haben wir keine Verstärkung gerufen, sonst würden hier wahrscheinlich noch mehr von diesen Soldaten-Zombies rumrennen, die wir dann abknallen müssten. Ja, hab ich auch keine Lust drauf. So, schon wieder ein Aufzug, ey. Da können wir jetzt zur Wartung? Wir sind doch schon in der Wartung. Aber vielleicht ist das eine andere Wartung. Obwohl, nee, wir sind Level 1. Wir sollen zur Lobby zurück. Wo war denn die Lobby? In der Garage? Nee. Kommunikation, oder? Warum sollte in der Garage eine Lobby sein? Gucken wir mal. Wenn hier jetzt Gegner kommen, ist hier richtig. Wenn nicht, ist hier falsch. So. Ah ja, ich erinnere mich. Hier waren wir schon. Ah, jetzt kommen Gegner. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Eigentlich ja. Ah genau, das ist die Lobby. Perfekt, genau. Hier war der Monorail-Zug. Können wir den jetzt aktivieren? Ah, ist schon entriegelt. Cool. Ja, hier. Da können wir den jetzt auch nehmen. Genau. Sesam, öffne dich. Gut. Wahrscheinlich ist jetzt hier Level zu Ende. Jawohl. Wir sind jetzt die Skyway der Magnetbahn über... Ja, kann es gar nicht lesen. Auf jeden Fall Skyway Magnetbahn sind wir jetzt. Cool. Ey. Ja, oder sind wir nicht? Luft, ja. Da unten ist ein Ausgang. Schnell. Schnell. Oh, da fliegen schon wieder die Viecher rum hier. Scheiße, 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 scheiße. Oh. War eng hier. Was? Caution. So pixelig, ne? Confined Walkway? Hä? Okay, aufpassen, wo ich hinlaufe, heißt das eigentlich nur. Warum? Nein! Mann, die Köter, die finde ich am schlimmsten. Die macht auch so komische, weiß nicht, so T-Rex-Geräusche. Sind ja auch über Jurassic Park voll bedient. Die Viecher machen irgendwelche Velociraptor-Geräusche, die Köter machen T-Rex-Geräusche. Meine Güte. Oh, ab da. Natürlich. So. Was ist das denn da? Irgendwo ein Skelettkopf. Ein Doppelskelettkopf. Was? Mit Raketenwerfern? Ja, natürlich. Jetzt geht's aber hier rund, ne? Ne, ist doch nur ein Kopf. Ich dachte, das sind zwei Köpfe. Aber das ist die Raketenwerferdüse. Wollte ich nach rechts ausweichen, aber nach rechts ging nicht. Aua. Für so eine Rakete zieht er aber wenig ab, wenn ich die da mal in der Fresse kriege. Können wir den Rocket Launcher von denen aufheben? Komm schon, der Raketenwerfer her. Nee, will er nicht. Ah, noch so einer. Stirb! Stirb! Was sind jetzt auch noch Zielsuchraketen? Scheiß die Wand an, ey.
So, ja. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist schon wieder Ende. Ey. Dann geht der hier ruckzuck vorbei. Dann gehen wir in den nächsten Raum und machen dann die anderen Skelettköpfe dann in der nächsten Aufnahme fertig. Dann war's dann wieder und wir sehen uns dann morgen wieder. Wieder pünktlich um 18 Uhr, wenn ich es nicht verpennen sollte. Gut. Bis morgen. Tschüss.